Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Stadium. Im letzten Part haben wir den Superball angefangen, haben die ersten 5 Kämpfe geschafft und die letzten 3 kommen jetzt noch. Ich sehe hier auf jeden Fall sehr viel Elektro-Anfälliges. Dann nehme ich noch dich und dich mit. Hört sich nach einem Plan an. Wir sind in der sechsten Runde. So, Blitz hat hier eine gute Chance. Weil es auch Duflor vierfach effektiv trifft mit der Nadelrakete, die leider nicht allzu stark ist, aber naja. Mal schauen. Neumann schon mal 5 Treffer. Wenn noch ein Volltreffer dabei ist, könnte das richtig schmerzhaft werden. War es aber nicht, sonst wäre es sogar ein One-Hit gewesen, wow. So, die erwartete Stachelspore. Was mich jetzt interessiert, es gibt ja in der neuesten Gen die Sache, dass Elektro-Pokémon irgendwie nicht paralysiert werden können, zumindest nicht durch Donnerwelle. Können sie trotzdem noch an sich paralysiert werden durch Body Slam oder Stachelspore? In so einer Situation war ich bisher noch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ein Elektro-Pokémon im Allgemeinen nicht paralysiert werden kann. Oder nur durch die Donnerwelle nicht. Weil andere Elektroattacken funktionieren ja noch, aber nur bei der Donnerwelle können sie auf jeden Fall alle nicht mehr paralysiert werden. Das weiß ich. Aber Stachelspore und sowas müsste ja rein theoretisch noch funktionieren. Oder ich sehe zumindest keinen Grund, warum nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Käme wohl mal auf einen Versuch an. Auf jeden Fall hat Blitzer Duflor erledigt. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Was schon mal eine sehr gute Sache ist. Trinkfrei für Enduron. Nur ist es leider jetzt etwas angeschlagen. Nun kämpfen 2 Pokémon verschiedener Elementklassen. Aber der Geowurf. Ach doch, Level 100. Reicht natürlich. Ein guter Treffer. Ich habe jetzt gedacht, der reicht nicht, aber wir sind ja nicht mehr im Level 50er Cup. Damit reicht er natürlich. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Und ich greife zu Kadabra. Weil Nidoking dagegen einzusetzen ist wahrscheinlich ziemlich schwachsinnig. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Aber Kadabra sollte schon etwas Probleme machen. Was ist das? Ach, schwerer Treffer. Oh, oder auch weniger. Aber die Hydro-Pumpe macht ganz schön Probleme. Ein sehr rasanter Tag. Ah, verdammt, jetzt habe ich mich verdrückt. Den Reflektor wollte ich jetzt nicht einsetzen. Es kann nun physischen Schlägen besser trotzen. Was geht ab? So, da kommt der Geowurf. Ja, ein Treffer. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Und ich greife zur Genesung. Es regeneriert Kraftpunkte. Denn damit kannst du mich auf jeden Fall nicht killen, wenn es weiter bei einem Geowurf bleibt. Es greift zum Blizzard. Eingeschneit, Blizzard. Das war eine Schwachstelle. Und er macht natürlich einen Volltreffer. Den ich aber ganz knapp überlebe. Ich fand es ja einfach nur doof, dass du einen Volltreffer schon gemacht hast, aber dass ich hier natürlich dann auch noch überlebe, hätte ich jetzt nicht erwartet. Es regeneriert Kraftpunkte. Weil ohne Volltreffer schaffst du es nicht, mich zu killen, habe ich das Gefühl. Was muss? Ein guter Treffer. Allerdings kann ich halt auch nicht wirklich angreifen. Sie schenken sich wirklich nicht. Und irgendwann geht meine Genesung dann auch zur Neige. Er wird wahrscheinlich noch ein paar Mal mehr Geowurf haben. Es regeneriert Kraftpunkte. Bei Geowurf brauche ich wenigstens keine Angst zu haben, dass er einen Volltreffer macht. Was passiert jetzt? Ja, ein Treffer. Und sobald ich so weit geheilt bin, der Kampf wird, dass er mich mit dem Geowurf nicht mehr mit 2 Angriffen killen kann, es regeneriert Kraft, kann ich auch wieder gegen angreifen. Falls er die Hydro-Pumpe oder Blizzard einsetzt, könnte es auch mal daneben gehen. Was ist das? Das ist jetzt gerade die Taktik, die ich da fahre. Die Arena-Fight geht weiter.
Es regeneriert Kraftpunkte. Denn eine wirklich andere Taktik habe ich gerade nicht gegen das Enteron, weil Nidoking wäre ziemlich schnell down bei einer Hydropumpe oder einem Blizzard. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Und deswegen muss ich da jetzt irgendwie so ein bisschen doof Kadabra sichern. Es regeneriert Kraftpunkte. Da ich leider meinen Blitzer schon etwas doof verloren habe. Was nun? Ach, schwerer Treffer. So, ich heile mich aber nochmal. Weil die Hydropumpe hatte trotzdem mehr Schaden gemacht. Als das, was ich jetzt habe. Nicht, dass ich jetzt plötzlich dazu entscheide, dann doch die Hydropumpe zu machen. Und mich damit zu killen. Ja, genau. Da wäre es nämlich schon gewesen. Aber diesmal trifft er nicht. Das heißt, ich habe jetzt sogar zwei Psychokinesen übrig. Was passiert jetzt? Wahrscheinlich zumindest. Oh, ein Volltreffer, sehr schön. Er hatte auch einen. Nur mir hat er mehr geholfen. Sehr gut. Jetzt sind wir wenigstens das Enteron los. Und zu guter Letzt Magneton. Da brauche ich keine Angst mehr zu haben. Das Erdbeben von Nidoking reicht da auf jeden Fall dann aus. Das heißt, ich kann jetzt einfach mit der Psychokinese angreifen. Mal schauen, vielleicht schafft Kadabra das Ding ja schon down zu machen. Donnerblitz macht einen Volltreffer. Und reicht auch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Beide Trainer haben nur einen Bock gemacht. Aber Magneton, du solltest keine Chance gegen dieses Nidoking haben. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Deswegen kommt jetzt das Erdbeben. Nun heißt es alles oder nicht. Ja, Risikotackle ist ziemlich ungefährlich für ein Nidoking von einem Magneton. Und das Erdbeben beendet jetzt erstmal den Kampf. Erdbeben! Genau auf die Schwachstelle! Und das war's! So. Das war's. Der Kampf hat jetzt schon etwas länger gedauert als erhofft. Knapp 8 Minuten, ne? Wenn man das hochrechnet, kommen wir auf 24 Minuten. Also hoffe ich mal, dass die anderen Kämpfe etwas schneller gehen trotzdem. Aber unterschätzen dürfen wir es trotzdem nicht. Nicht mehr. Denn die gegnerischen Pokémon können schon ganz schön gefährlich werden inzwischen. Aber das hier sieht doch sehr Blitzer- und Elektroball-freundlicher aus. Und Lapras nehme ich auch noch mit. Das ist das Halbfinale. Die Spannung ist unerträglich. Niemand möchte jetzt noch verlieren. So. Dodri natürlich mit einem Donnerblitz. Oder einem Donner einfach nur. Ist ja kein Donnerblitz. Leider nicht. Okay, er wechselt direkt zu Zapdos. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass das im Donner ein bisschen besser aushält, was auch der Fall sein wird. Ein guter Treffer. Wow. Ein sehr rasanter Kampf. Das war sogar noch weniger, als ich erwartet hätte. Paralysieren wir das Ding erstmal. Oh, es ist paralysiert. Es ist vollständig paralysiert. Oh, und funktioniert auch gleich schön. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Ich würde jetzt Lapras wechseln und dann jetzt mit dem Eisstrahl angreifen. Was geht ab? Das wäre ganz hilfreich. Aber ich möchte jetzt auch nicht in irgendwas einwechseln. Was passiert jetzt? Oh, es ist paralysiert. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal bei Elektroball. Wirklich nicht. Was ist das? Ja, ein Treffer! Und momentan hat Elektroball ja auch ziemlich den Vorteil.
Geh gegen dieses Zapdos, weil ich wüsste auch nicht, was das Zapdos effektiv einsetzen möchte. Vollständig paralysiert. Ja, das greift nämlich auch nur zum Donnerblitz. Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Beide Pokémon sind gut trainiert. Und ja, das sollte. Was geht ab? Zu Ungunsten dieses Zapdos ausgehen. Es ist vollständig paralysiert. Ab und an ist immer mal einer paralysiert. Diesmal wieder ich. Es ist vollständig paralysiert. Ja, aber auch. Es kann sich nicht rühren. Der Arena-Fight geht. Der einzige Vorteil, den er halt hat, ist der Donnerblitz. Denn bei mir kann der Donner auch noch daneben gehen. Aber Elektroball trifft. Es ist am Boden. Erledigt damit das Zapdos. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Und damit wahrscheinlich sein gefährlichstes Pokémon. Ein Pokémon wechselt den an. So, da kommt Dodri nämlich auch schon wieder. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Triplette könnte gefährlich werden. Was passiert denn? Ja, Elektroball überlebt immerhin. Und kontert mit dem Donner. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Unglaublich. Das reicht auch aus. Und damit bleibt nur noch ein Pokémon übrig. Ringfrei für Nebulak. Na, Nebulak. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Kein schöner Gegner. Sehr einseitig. Der entsetzliche Nachtnebel. So, Nachtnebel 100 KP. Sicheres Knockout. Es hat sich Wacker geschlagen. Welches Pokémon wird die Arena betreten? So, ich weiß gerade gar nicht, was ich einsetze. Ja, Blitzer sogar. Ich glaube, Lapras wäre ein bisschen sinnvoller gewesen, aber egal. Greifen wir einfach weiter mit dem Donner an. Ja, das tut dem Nebula ganz schön weh. So, Nachtnebel wieder 100 Schaden. Das heißt, er braucht 3 Angriffe damit. Ein wahres Spannung. Und das heißt, ich kann weiter donnern. Wie kommt denn das? Und der Kampf sollte zum Blitzers Gunsten ausgehen. Oh, die Attacke ging daneben. Solange er denn jetzt beim nächsten Mal trifft. Ja, ein Treffer. Sie schenken sich wirklich nichts. So, Blitzer, wäre sehr nett von dir. Ein harter Treffer. Sehr gut. Und das war's. Ah, und immer ein bisschen Zeit gut gemacht. Sind bei 13,5 Minuten. Das heißt nicht mehr ganz durchschnittlich 7 Minuten. Das heißt, wir könnten es in knapp 20 Minuten schaffen, wenn der nächste Kampf ungefähr genauso lange dauert. Und der nächste Kampf um den letzten Orden. Einen Trainer. Oh, mit ziemlich guten Pokémon. Also Blitzer ist auf jeden Fall gut gegen 2. Nidoking ist auch gut gegen 2. Und mit das machen wir dann noch weiter. Elektroball halt einfach. Ja. Es ist soweit, das Finale. In Kürze dürfen wir einen glorreichen neuen Champion feiern. So, er beginnt mit Raichu. Das ist in Ordnung. Da kann ich nämlich jetzt erstmal zu Nidoking wechseln. Ein Pokémon-Wechsel. Dieses Pokémon war scheinbar nicht die optimale Wahl. Ringfrei für Nidoking. So, er macht die Donnerwelle. Es setzt Donnerwelle ein. Die Nidoking natürlich weniger stört. Sie scheinen ihre Stärke auszuloten.
Und ein Erdbeben sollte jetzt gegen alles, was er einsetzt, sehr viel Schaden machen. Er greift aber nur zum Geowurf. Ein guter Treffer. Und 100 KP sind für einen Raichu nicht schlecht, einem Nidoking abzuziehen, aber er bräuchte trotzdem 4 Schläge sogar. Wenn das Erdbeben hoffentlich das Raichu einfach so ausnockt. Ein wahres Spannungsfeuer. Nicht ganz. Aber okay, greifen wir zur Hornattacke. Was passiert jetzt? Ja, ein Treffer! Nidoking, schon mal gut gemacht. Du hast das Pokémon ausgekontert, was du auskontern solltest. Hornattacke! Ja, ein Treffer! Und das war's! Falls du es jetzt noch schaffst, dem nächsten Pokémon irgendwas reinzuwirken, dann wäre das umso besser. Aber deine Aufgabe hast du erledigt. Ringfrei für Snobilikat. Es muss jetzt so, Snobilikat. Du bist nervig. Der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen. Da fände ich es echt ziemlich cool, wenn ich nochmal rankommen würde. Allerdings bei dem Schlitzer vermute ich fast nicht. Das war eine Schwachstelle. Ja. Es ist am Boden. Habe ich mir schon gedacht. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Das Gefährliche dabei ist, ich weiß jetzt nicht unbedingt... Weil es dann Dama jetzt noch dabei hat, habe ich jetzt nicht wirklich was dagegen. Eine Schlitzer wird beiden meiner Pokémon ganz schön zusetzen. Was nun? Oh, die Attacke ging daneben. Wenn ich dann natürlich noch daneben haue. Was geht ab? Wenn mir der Schlitzer umso mehr umzusetzen. Hey. Ein sehr rasanter Kampf. Also der Donner muss jetzt treffen, ansonsten sehe ich alt aus. Was passiert jetzt? Dampfhammer. Gut, er trifft schon mal. Macht nicht ganz die Hälfte Schaden. Allerdings der ist Blitzer Schlitter auch ein bisschen besser, was den Spezialwert angeht. Oh, ist das das Ende? Also könnte der Donner von Blitzer reichen, das Nobilikat auszunocken. Schade natürlich, dass der erste Donner daneben ging. Hätte der auch getroffen, wäre das sehr praktisch gewesen. Und jetzt kommt halt doch der Donner von Blitzer. Der geht auch daneben. Och, komm schon. Okay, er greift aber nur in Anführungsstrichen zum Toxin. Trifft leider auch damit. Langsam, aber stetig schwächen. Sie schenken sich wirklich nichts. So, ein weiterer Donner. Diesmal trifft er und erledigt auch, wie erwartet, das Nobilikat. Dadurch kriege ich auch keinen Giftschaden diese Runde. Beide Trainer haben nur ein Pokémon übrig. Und sein letztes Pokémon ist jetzt entscheidend. Ei, wohl Nona. Hoher Spezialwert. Ich glaube fast, das könnte nichts werden. Denn wohl Nona hält ziemlich viel aus. Ist aber immerhin paralysiert. Aber ich habe halt auch noch das Gift drauf. Eieiei. Ja, ich kann ja nicht viel machen. Nur hoffen, dass er paralysiert ist im Boden. Der Angriff zeigt keine Wirkung. Gift schadet mir. Es ist vollständig paralysiert. Und es ist tatsächlich im Boden paralysiert. Damit müsste es jetzt wieder oben sein. Jo. Und ich kann es wieder mit dem Donner attackieren. Was passiert jetzt? Ich treffe aber leider nicht. Ah, Mann. Er schaufelt sich wieder ein. Es hat wieder in die Erde geholt. Beide Pokémon sind gut trainiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es mich... dass es jetzt wieder paralysiert ist, ist dann doch recht gering. Ach, schon wieder daneben. Während mich das Gift auch langsam aufraucht. Und da kommt der Schaufler. Schaufler! Und erledigt Blitzer. Einen Versuch werde ich aber doch noch starten.
war ein bisschen unglücklich jetzt am Ende gegen Vulnona. Wären ein paar Donner öfters, hätten ein paar Donner mehr getroffen, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Aber mal schauen. So, diesmal nehme ich aber Lapras mit. Weil falls er doch Sandama benutzt, hätte ich sonst ein sehr, sehr großes Problem. Genau dieses Ding. Also war schon mal gut, dass ich Lapras mitgenommen habe sogar. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht allzu viel Schaden machen kann. Ach komm schon, warum denn ein Volltreffer? Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Und dann noch ein Überroller. Überroller überrollt. Oha, da hat jemand das Falsche. Und ja. So viel dazu. Ohne den Volltreffer hätte ich wahrscheinlich den Überroller noch überlebt. Davon gehe ich zumindest ziemlich stark aus. So, und diesmal beginnt er natürlich nicht mit Sandama, sondern mit Raichu. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass das nicht unbedingt das Problem ist, denn Nidoking erledigt das Raichu. Ein Pokémon-Wechsel. Dieses Pokémon war scheinbar nicht die optimale Wahl. Ringfrei für Nidoking. So. Er greift zum Donnerblitz. Die erste Attacke. Oh, die Attacke ging daneben. Der trifft nicht. Beide sind sehr vorsichtig. Was natürlich gut ist. Und ich habe mich verdrückt. Und kann deswegen eigentlich neu starten. Ich habe mich außerdem Geduld gedrückt. Das heißt, Geduld hätte mir überhaupt nichts gebracht. Ja. War jetzt natürlich meine Schuld, aber. Meh. So, beginnt wieder mit dem selben Team. Nidoking. Das ist jetzt natürlich nicht so das Problem. Die erste Attacke. Sie verfehlt. Beide sind sehr vorsichtig. Und diesmal aber das Erdbeben. Was geht ab? Ein guter Treffer. Erdbeben. Bam. Sehr effektive Attacke. Unglaublich. Mit einem Schlag. Diesmal hat das Erdbeben sogar gereicht. Hätte ich nicht erwartet. Ist aber natürlich gut. So, Rosana. Du wirst mich wahrscheinlich mit einem Schlag töten, deswegen, ja. Psychokinese. Sehr effektiv. Und reicht auch, um das Ding zu erledigen. Wie schon irgendwie erwartet. Welches Pokémon wird die Arena betreten? So, und was setze ich denn jetzt ein? Ich glaube, Blitzer erstmal. Ringfrei für Blitzer! Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Ja, und ich greife einfach direkt zum Donner. Ein kraftvoller Angriff! Na, war jetzt nicht so sehr viel Schaden, wie ich erwartet hätte oder gehofft hätte zumindest. Was nun? Deine Spezialattacke ist am Boden. Ah, die Spezialwertsenkung ist. Beide Pokémon sind gut trainiert. Auch jetzt nicht wirklich optimal. Deswegen greife ich jetzt erstmal wieder zur
Nadelrakete mal sehen, was das macht. Was ist das? Oh, dreimal und Volltreffer. Aber es reicht nicht ganz. Ein KP übrig. Eieiei. Was passiert jetzt? Dampfer. Aber ich lebe auch noch. Ein turbulenter Schlagabtausch. Keines der Pokémon will nachgeben. Das heißt, ich mache jetzt einen Ruckzuck-Hieb, weil der trifft wenigstens. Recht sicher. Da, ein Ruckzuck-Hieb. Und das war's. Gut, gut, gut. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Ringfrei fürs Nobilikat. So, das Nobilikat ist das letzte Pokémon. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf geht weiter. Und ja, der Donner halt. Bitte treffe. Ein harter Treffer. Ein guter Treffer. Sehr gut. So, der Blubstrahl erledigt natürlich jetzt das Blitzer. Das ist jetzt aber nicht so das Problem. Beide Trainer haben nur ein Pokémon übrig. Ach ja, genau. Lapras war ja mein erstes. Da will ich einmal, ohne dass ich gucke, mein Pokémon auswählen. Dann drücke ich natürlich immer zu daneben. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. So. Ist es alles oder nicht. Dann würde ich sagen, machen wir den Eisstrahl und hoffen das Beste. Was geht ab? Das war ein Schwachbär. Da kommt natürlich der Volltreffer, aber er braucht dafür doch mehr Schläge. Das heißt, er wird mich nicht schnell genug erledigen können. Ja, ein Treffer. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Und der nächste Eisstrahl sollte reichen. Da Schlitzer seine beste Attacke ist, mit Volltreffer-Garantie und schon einen Volltreffer gemacht hat, was nun? Kann ich mir jetzt so ziemlich sicher sein, dass der nicht ausreichen wird. Und der Eisstrahl jetzt dieses Nobilikat killt. Und obwohl es etwas länger gedauert hat als erhofft, haben wir diesen Cup damit auch gewonnen. Gratulation! Wir haben eine neue Champion! Yeah. So, tschüss Trainer männlich. Und der letzte Orden. Und damit den Superball auch abgeschlossen. Das heißt, im nächsten Part geht es an den Hyperball und ab da an sollte es um einiges schwerer werden im Allgemeinen. Aber gut, das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, man sieht sich.